Jo und herzlich willkommen zum weiteren Part von Splatoon 2 Online. Heute spielen wir wieder eine andere Waffenkategorie und ich habe schon eine Idee. I want money. Ja, ich will auch Geld. Ich glaube, jeder will Geld. Man braucht Geld zum Überleben. Also, ja, warum denn nicht? So. Ich habe heute geplant, einen Schwapper zu spielen. Das haben wir noch gar nicht gehabt, aber erstmal vier neue Waffen kennenlernen. Hallo, hallo, wie kann ich dich bewaffnen? Ich habe hier die feinste Auswahl an Waffen überhaupt. Schau dich ruhig um. Okay, kein Problem. Für dich jetzt im Angebot Punkt 52 Gallon Deko. Man nehme den Punkt 52 Gallon und gebe ihn einen Designer. Schon hat man den Punkt 52 Gallon Deko. Seine Werte sind gleich. Doch die neuen Curling-Bomben jagen Gegner sogar über Bande aus der Deckung und erlauben schnelle Annäherung. Wer dafür zu weit geht, wer dafür zu weit weg ist, der ist mit ziemlicher Sicherheit aber noch immer innerhalb der Reichweite des Hochdruckverunreinigers. Ein Set für Spieler, die es ohne Rücksicht auf Verluste gerne krachen lassen. Außerdem ist für dich jetzt dieser Schmuckstück hier verfügbar. Turbo Blaster Plus. Der Turbo Blaster Plus setzt in Punto Reichweite noch einen drauf. Diese Reichweite ist verbunden mit dem Sepitox Bomben, so sorgt für recht frustrierter Gegner. Das kann ich dir sagen. Der Tintenschauer gibt gleichzeitig deinem Team Deckung beim Färben. Ein Set für Kämpfer mit einem Sinn für den eher-technischen Aspekt. Außerdem ist für dich jetzt dieses Schmuckstück verfügbar, und zwar der T-Tuber. Hier hätten wir den T-Tuber. Einen Konzentrator, der auch beim Schwimmen kurze Zeit aufgeladen bleibt. Verbirg dich in Tinte und passe die perfekte Schussgelegenheit ab. Allerdings dauert es auch etwas länger, die Waffe aufzuladen. Bleib mit dem aufgeladenen Waffen mit der Bewegung und suche dir ein schönes Fleckchen. Haftbomben heften dir den Gegner vom Leib. Helfen dir, den Gegner vom Leib zu halten. Na, heute weiß ich, was los mit mir ist. Möchte Yoda? Nee. Kommt der Gegner zu nah, weise ihn per Tintenschock in die Schranken. Ein schönes Set für Freunde von Beweglichkeit. Außerdem ist für dich jetzt dieses Schmuckstück verfügbar. Knallschwapper SE. Der Knallschwapper SE zeigt einen neuen Herangehensweise an den Grundmodell. Der Detektor lässt dich Gegner aufspüren, damit du ihnen dann tüchtig einheizen kannst. Und wenn der Gegner von verrückt empfange ihn in deinem CP-Tox-Sphäre. Möchtest du Gegner über allen Distanzen sacken? Ich kann nicht mal lesen heute. Ja, es ist, ja, ich habe nicht so lange geschlafen, tut mir leid. Möchtest du Gegner über allen Distanzen piesacken? Dieses Set macht deinen Träumen wahr. Alter, heute ist echt der Boom los. So, wir spielen heute natürlich einen Schwapper, und zwar den Schwapper Deko. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen länger her keinen Schwapper mehr gespielt, deswegen spielen wir einen Schwapper Deko. Er hat als Sekundärwaffe den Sprinkler und als Spezialwaffe die CP-Sphäre. Den spiele ich sehr gerne und habe ihn auf meinen Main-Account auf 1 Million Punkte gebracht. Kleidungartig kann ich... Ne, passt nichts. Ja. Das hier geht gut klar. Tempo ist immer gut. Und die letzten zwei... So ein bisschen teuer. Nee, ich lass lieber. Okay. Ab in den Standardkampf.
Und da wären wir auf Camp Schützenfisch mal wieder. Die Map kommt sehr oft diesen Monat, ne? Also schon krass. Da hat Nintendo so ein Map-Pool. Ne? Jeden Monat ist anders. Aber schon ein bisschen nervig. Wenn man fast in jedem Part dieselbe Map sieht. Naja, okay. Naja, dann haben wir halt kein Glück mit der Rotation. Im Standardkampf zumindest. Im Rangkampf ist es tatsächlich ein bisschen anders, Map-Pool. Da kommt es auf Modus an und wie viele Maps es zur Auswahl gibt. Oh. Ja. Das heißt, in einem Monat gibt es Tonkommando mit Funk. Ne, Momentum mit Tonkommando. Ja. Und nächsten Monat kann das nie kommen. Ne? So ungefähr müssen wir sich das vorstellen. Ja. Die Map-Pools werden auf dem offiziellen Nintendo Splatoon. Nintendo. Twitter-Account angekündigt beziehungsweise gezeigt. Gibt's zwar nur auf Japanisch, aber das sollte keinen stören, denke ich mal, weil man erkennt ja die Maps anhand der Bilder. Das ist kein Problem, denke ich. Genau. Ja, also der Pro K-Pro oder Kenza Profiplexer, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Ist noch ein Anfänger, sieht man ja. Und man sieht, dass ich die Schwapper Deko sehr oft gespielt habe. Ich hoffe, es wird auch ein Rangkampf so sein, dass man es erkennt und sieht. So. Das weg vom Fenster. Ja, ich glaube, das wird eine sehr eindeutige Runde im Standardkampf. Soweit mein Team sich nicht veräppeln lässt, da in unserem Spawn. Ist alles Paletti. Zack. Und guck, guck. Hier kommt das Platina. Und da hat sie überlebt. Was? Ah, was willst du denn jetzt schon wieder? KTMs. Heißt ein YouTuber nicht Jonas Ems? Oder ist er TikToker? Ne, der ist ein TikToker geworden, ne? YouTube macht ja nicht mehr so viel. Der macht nur noch Twitch-Streams, habe ich gesehen. Also nicht auf Twitch, sondern so ein Clip auf YouTube natürlich. Ne? Ich betrete niemals Twitch. Nein, nein. Die Leute wissen es ja. Ich mag nicht so gerne Twitch. Naja, was soll's. Ist mir zu anstrengend, immer auf eine andere Plattform zu kommen und Livestreams anzugucken. Da gucke ich lieber Videos an. Ganz entspannt. Videos kann ich jederzeit angucken, ohne auf irgendeinen Streamer zu warten, der online kommt. Ist, glaube ich, verständlich. Ne? Alter Schwede. Okay, das haben wir auf jeden Fall eindeutig gewonnen, ne? Ja. Mehr als eindeutig kann man das nicht nennen. Nee. Sehr gut. So kann es immer weitergehen und eigentlich in jedem Part laufen. Aber man kann sich halt nicht immer wünschen, wie man was spielt und wann. Ja. Na, immerhin ein bisschen Tintenverbrauch. Bisschen sehr auf gegnerische Tinte. Ja, passt. Wieder Campschützenfisch. Okay, dann hoffe ich mal in der nächsten Runde auf die andere Map. Ah. Will euch nicht spoilern. Deswegen sage ich mal nichts. Wenn wir Pech haben, haben wir dreimal Campschützenfisch. Aber ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch. Im schlimmsten Fall. Wow. Ich möchte natürlich das Let's Play so authentisch wie möglich halten. Und jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen. Spiele ich jede Map, die halt kommt, und cutte nicht die eine weg, wenn die dreifach kommt, ne? Auch wenn es keiner merken würde, glaube ich zumindest, aber ich mache das lieber ohne wieder Cuts, frage ich nicht so, ist mir zu aufwendig, weil Zeitmangel ist, glaube ich, verständlich.
Na komm. Ich warte auf dich. Yes. Ich hab ihn. Wenn ich veräppeln wollte, sehr schön. Ha. Ja, so kann man zurück veräppeln oder verarschen, wenn es ihr wollt. Ich hab's genossen. Komm, ich warte auf dich. Try the Rieslascher, ne? Rieschwappe. Oder so. Ich lerne noch die deutschen Namen. Keine Sorge, Leute. Für das Let's Play lerne ich noch mal die deutschen Namen. Okay. Ja. Komm schon. Komm, weg. Alles wegen dem Try. Oh, das war ja klar. Sehr gut. Teammate hat ihn. Aber da ist noch einer. Ah, okay, ich springe lieber nicht. Ich bin lieber zu Fuß. Obwohl, der hat sich überlebt. Was? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Okay, wir müssen jetzt aber färben hier. Egal auf Blödsinn. Scheiß drauf. Schnell. Okay, schon um den Kreis gefärbt, ist schon. Haben wir gewonnen oder verloren? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, das haben wir leider verloren. Schade. Was ist eigentlich passiert? Wir waren doch eigentlich so gut dabei, oder nicht? Also meine Mates haben nichts gemacht. Ich habe am meisten eingefärbt. Von allen. Naja. Hoffen wir mal auf die letzte Runde in Standardkampf. Okay, wir haben Glück gehabt, Leute. Puh, wir haben noch die andere Map. Und zwar Camp Pancasius Skatepark. Tatsächlich noch angetroffen, beziehungsweise bekommen. Gott sei Dank. Ach ja. Wupp. Komm schon. Hey! Dieser Kleiner. Oh mein Gott. Das schreckt mich. Übelst. Aha, da ist er, da ist er, da ist er. Ich gehe aber lieber zurück, bevor ich sterbe. Sehr gut, der Blob ist schon mal weg. Sehr wichtig. Boah. Nein! Ein Treffer noch! Komm schon! Yes! Oh, nein! Ah, der war echt fies, Mann. It's Mitch. Der war echt fies. War aber lustig, Alter. Ich habe alles überlebt. Das ist auch das Einfachste von allen. Hm. Typisch für mich. Okay, ich nehme dich wenigstens mit so. Javosi, was ist das für ein Name? Also die Mitte ist echt... Boah, heftig umkämpft hier. Geht der schon mal weg, sehr gut. Komm, da war noch einer.
Oder ist er nach oben gegangen? Ah, ich bin mir sicher. Ich warte auf meinen Baller. Also ich starte ihn mal schnell auf hier. Es ist besser, wenn man eine Special dabei hat, als blind herumzukämpfen. Ach man, ich dachte, wäre einer, aber der ist ja unten gewesen. Ah, verdammt nochmal. Ah, das sind Scheidenkleister. Ah! Was willst du von mir? Weg da! Nein, von hinten! Ach nö, lass mich jetzt nicht verlieren hier, bitte. Nein, nein, komm schon! Du schaffst es, Mate! Ah! Das war ganz knapp verloren, glaube ich. Ach nee, bitte nicht. Ach, ja, das haben wir leider verloren. So ein Mist. Ist es denn alle am Ende gestorben? So eine dumme Kacke, ey. Es war eigentlich gar keine Herausforderung. Aber meine Mates denken so, schwierig, Bruder, schwierig. Ich hoffe, im Reinkampf wird es besser. Hoffen wir doch alle, oder? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich fast gestorben bin, Alter. Ich warte hier schon seit 5 Minuten, bis die eine scheiß Lobby voll wird. Oh, meine Fresse, ist das nervig. Ohne Spaß, ohne Witz, ich habe 5 Minuten weggekattet. Das war nur die Lobby voll kriegen. Alter, das war Katastrophe. Nein, das ist unglaublich. Ich hätte das Let's Play doch früher machen sollen. Jetzt ist keiner mehr auf B oder A, ey. Zum Kotzen. Wow, 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 wow. Was willst du denn von mir? Ja, also... Was soll ich dazu sagen? Es ist halt... zeitraubend, immer zu warten, bis die Lobby voll wird. Kennt ihr bestimmt auch. Ne? Hundertprozentig. Bin mir ganz sicher. Na, Sniper? Komm her, mein Süßer. Jawohl. Ey! Hey, seit wann ist er da hingegangen? Aber doch links. Zum Geier. Okay, muss ich nicht verstehen, oder? Oh, Roller. Muss dringend weg da. Weg. Weg. Ja, so ist fein. Hier einfach weg. Weg von allem. Jetzt hab ich dich. Und der Sniper. Oh Gott. Nein! Ah, verdammt. WM Ultra. Ah ja. Das ist aber nicht Weltmeisterschaft, oder? Weltmeisterschaft Ultra. Der krasse Pro. Wow. Hey, komm schon. Verdammten Dulis. Da sind wir schon ein bisschen Nachteil mit Slasher. Was? Nein. Ja. Gut, diese Runde ist verloren, weil meine Mates kriegen schon wieder nichts ein. Nee. Auf jeden Fall nicht. Ohne Witz. Nervensäge, so wie die Sniper und der Roller. Ja Leute, ich mache keine Kills, ich bin Supporter, ne?
helfe nur dabei. Ich helfe nur dabei. Aber meine Mates sind blind. Keine Ahnung. Macht immer dasselbe. Geh weg einfach. Ich kann dich outplayen. Kein Problem, Mann. Oh ja, toll. Der Sniper. Niemand spielt auf A so gut. Ohne Witz. Keiner. Der ist bestimmt ein Nerf-Account oder so. 100 Pro. Werdet euch. So, noch niemand? Ja, Sniper. Wo bist du? Na gut, Disconnect. Was soll man da erwarten? Habe ich das jetzt gesehen, Leute. Mann, so viel Pech kann man doch nicht haben, oder? Hier Disconnect, da Disconnect. Kann ich mal gewinnen hier? Mal ein bisschen vorankommen. Ja, toll. Aber das Let's Play habe ich noch nicht mal X erreicht. Schon wieder Splashdown? Ey! Lächerlich. Ich hoffe, die nächste Runde wird auch ohne Disconnect sein. Weil dann werde ich auf jeden Fall gewinnen. Das verspreche ich euch. Hätte man auch gewinnen können mit dem Disconnect, aber gut, wenn das die eine Paint-Waffe fehlt, dann kann man es eigentlich knicken. Paint ist hier das A und O und nee, leider nicht möglich. Ja. Ja, vielleicht gab es nächste Runde. Ja, warum nicht gleich so ein Internet? Die Lobby war instant voll. Ah. Oh nein, es lädt ein bisschen länger. Wer wird diesmal diskutieren? Ich hoffe, im Gegnerteam irgendjemand. Und nicht von mir, schon wieder. Ich bin verflucht in diesem Spiel. Keine Ahnung. Egal, was ich mache, ich verliere. Oder disconnect oder sonst was. Oh mein Gott, Junge. Zwei Bomben. Stopp. Stopp. Boah, nein, der laggt. Okay, die laggen auf jeden Fall. So nervig. Also wird er disconnecten, oder was? Ich werde es auf jeden Fall nicht. Sehr gut, das ist schon mal down. Ah, fuck. Komm, dann kriegst du. Was macht meine Mate schon wieder? Man hat echt nur Vollidioten. Was machen meine Mates? Wir kriegen ja gar nichts hin. Absolut nichts. Da, hier, easy. Ah, wer will noch? Du? Gut, dann komm her. Hier. Ah, du auch noch. Ja, kein Problem. Komm. Ich hab genug Tinte für dich. Ach, Mann. Richtiger Splashdown. Jetzt konzentriert euch mal hier. Das gibt's doch nicht. Kann ich angehen, dass ich jeden Match hier in A verliere? Das kotzt mich langsam an hier. Das ist Low-Level-Zeug hier. Nee, diesmal nicht drin. Nein. Nein!
Warum sind alle schon wieder tot bei mir? Ach toll, der Roller ist disconnected. Ja, das ist doch wunderschön. Man kann nichts spielen ohne Disconnect. Das ist unglaublich. Nintendo Online. Oder Nintendo Switch Online. Am weiteren Spielerlebnis. Ja, moin. Dann fragt man sich, warum man immer verliert. Komm, du Spaß, du bist noch da. Wo ist das? Nee, ich nehme dich mit, Alter. Sehr gut gemacht, Mate. Sehr wunderschön gemacht. Wundervoll. Ich liebe es. Nicht. Oh mein Gott. Hey, dieser Kenzer-Pinsel ist schon eine Hausnummer. Am wenigsten noch ein Kill. Am Ende noch abgestorben. Ah ja, du, also, nee. Es läuft immer so Katastrophen-Rank. Warum disconnecten alle? Und das auch noch in meinem Team jedes Mal. Was ist los mit dir, Sophia? BF. Eine Katastrophe. Naja. Ich hoffe, im nächsten Part bekomme ich keine Disconnects im Team. Das wäre wundervoll. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich. Bis dann und ciao.